Ist recht touristisch. Erstmal willkommen in Halle. Vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, wie waren die letzten Tage für Sie bis zur Vertragsunterschrift? Ja, spannend, voller Vorfreude. Und jetzt freut es mich, dass es geklappt hat und freut mich, dass ich hier bin, dass ich das Vertrauen gekriegt habe, diese Aufgabe, keine einfache Aufgabe anzugehen. Aber wie gesagt, ich freue mich riesig, erstmal hier zu sein. Was haben Sie den Jungs zuerst gesagt? Wie waren so Ihre Eröffnungsworte? Ja, wie eben die Situation ist, es gibt mit Sicherheit einfachere Aufgaben, aber das ist Fußball, das ist keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, ich war ja gestern hier im Stadion, habe mir das Spiel angeschaut, die Fans haben ein gutes Gespür für die Situation und die haben wirklich der Mannschaft Zuspruch gegeben, über 19 Minuten und nach dem Spiel auch, und das ist einfach wichtig. Und ja, tabellenmäßig geht es ja nicht weiter unten, so fangen wir alle bei Null an. Und jetzt bin ich da, um die Sache mit anzupacken und eben in die richtige Bahn zu lenken. Ja, was steht jetzt als wichtigste Aufgabe an? Die Mannschaft hatte vor 3 Wochen eine Ansprache von André Meyer, jetzt die letzten beiden Wochen von Jens Kiefer, jetzt kommen Sie. Das ist ja vielleicht auch nicht so leicht für die Köpfe. Also wie kriegt man da Klarheit rein? Ja, über Vergangenheit kann ich nichts sagen, möchte mich auch nicht äußern. Ich habe meine Art, die werde ich der Mannschaft versuchen zu vermitteln. Ich muss die auch erstmal kennenlernen und wie gesagt, wir fangen jetzt alle bei Null an und das, was war, ist, spielt keine Rolle. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wollen Sie die kennenlernen? Führen Sie Einzelgespräche? Wie machen Sie das? Ja, am besten auf dem Platz. Ich möchte meine Inhalte vermitteln. Ich möchte der Mannschaft eben das zu versuchen zu vermitteln, wo ich eben die Schwächen gesehen habe. Es geht jetzt hauptsächlich um eine Stabilität. Wir haben wahnsinnig viele Tore gekriegt, die letzten 3 Spiele. Aus meiner Sicht einfache, aber es gibt bestimmt Gründe dafür. Und das, wir müssen weg von dem Ergebnis. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Fußball spielen mit Spaß. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach nur kicken wollen, das nicht. Wir müssen es schon ernsthaft angehen. Eine Stabilität beginnt eben über Defensive, über knallharte Arbeit, über Ordnung auf dem Platz. Und das sind die Themen, die ich angehen werde. Sie haben gesagt, Ihre Art, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind Sie für ein Trainer? Sind Sie einer, der lautstark dazwischen knallt oder einer, der jetzt die leichteren Töne anschlägt? Gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich sehe mich schlecht im Spiegel oder währenddessen, was ich mache. Ich denke, dass ich sehr kommunikativ bin und dass ich die Sachen, die ich einfordere, auch klar vermitteln kann und die Aufgaben verteilen kann. So werden wir uns bestimmt auch kennenlernen, auch Sie, und werden dann auch den Eindruck gewinnen können. Ja. Wie sind Ihre Erfahrungen im Abstiegskampf? Ich bin jetzt knapp 30 Jahre im Fußballgeschäft als Spieler oder als Trainer und habe das auch vorher der Mannschaft gesagt, in den 30 Jahren ist es vielleicht in 2, 3, 4 Jahren super gut gelaufen. Alles andere ist wirklich harte Arbeit, ein Kampf, und das Schöne daran ist, wenn die diese 25 Jahre nicht überleben, dann werden sie auch die 4, 5 schöne Jahre nicht sehen können, und das ist das, was auch hier, auf was es ankommt. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber wir werden uns diese Aufgabe stellen, und Aufgaben ist keine Option. André Meyer ist ja angetreten mit dem Satz, er gewinnt lieber 4-3 als 1-0. Haben Sie auch so markante Sätze zum Start mit dabei? Nee, habe ich keine markante Sätze. Mein Ansatz ist, wenn wir Spiel gewinnen wollen, müssen wir das aktuelle Spiel verbessern. Das müssen wir tun, in beide Richtungen, mit dem Ball und gegen den Ball, weil irgendwo müssen wir ansetzen. Wir wollen die Spiele, die wir gewinnen, auch irgendwann mal erörtern können und analysieren können und sagen, deswegen haben wir gewonnen, aber umgekehrt genauso. Und daran geht es zu arbeiten. Ja, noch eine kurz private Frage. Wie hat es Ihre Familie aufgenommen jetzt sozusagen, dass Sie jetzt wieder in Arbeit sind? Ja, meiner Frau ist mein Beruf schon bekannt und meiner Familie, eben meine Kinder. Ich war ja schon in Münster. Das ist dann noch ein weiterer Weg von Stuttgart. In Chemnitz habe ich 3 Jahre gearbeitet. Das ist ähnlich weit und kenne die Umgebung hier, Leipzig, Halle. So, die unterstützen mich. Das ist wahnsinnig wichtig und ich kann das tun, was ich am liebsten tue. Ja, und die letzte Frage von mir, dann können die Kollegen, wie sicher sind Sie, dass Sie den HFC vom Absturz in die Regionalliga bewahren können? Da kann man sich nicht sicher sein, aber ich bin mir sicher, dass ich alles Mögliche in Bewegung setzen werde, um diesen Ziel zu erreichen.